Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Mein Name ist Pitt und wie immer liebe herzliche Grüße aus Paraguay beim schönen Wetter. Heute etwas windig. Also heute wieder ein trauriges Thema bei Paraguay Live. Sprechen wir über Selbstmord. Warum Selbstmord? Ja, uns haben die Bilder, also auch Aufnahmen, Videoaufnahmen erreicht. Was zeigen einen Selbstmord von einem deutschen Staatsbürger? Also es ist, glaube ich, am Mittwoch, also vor zwei Tagen, passiert, dass sich ein Deutscher aus Villarrica, soweit uns bekannt ist, hat sich auf dem internationalen Flughafen Silvio Pettirossi in Asunción, genauer genommen in Luque in Paraguay, einfach das Leben genommen. Was hat er gemacht? Gut, man kann es genau sehen, er hat sich von dem zweiten Stock praktisch runterfallen lassen. Also ist im Prinzip runtergesprungen. Also die Absicht ist ganz klar Suizid, also Selbstmord. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bringt einen Deutschen, grundsätzlich einen Mann dazu, sich praktisch auf dem internationalen Flughafen umzubringen? Also wir werden euch in diesem kurzen Video praktisch nur ein Teilvideo vorstellen, weil wirklich es ist zu krass. Man sieht also wirklich sehr genau viele Sachen, die also nicht nur für Kinder nicht geeignet sind, aber grundsätzlich ist es kein schöner Anblick. Deshalb, wie gesagt, also Teile des Filmes werden wir euch jetzt vorstellen. Also bleibt dran. Allá, dice que tiene maleta. Ese. Mucho de malo, está inquieto. Hi. Und was hält ihr davon? Was uns grundsätzlich auch interessiert, ist, was bringt diese Menschen, solche Entscheidungen zu treffen? Also ich habe es auch gelesen, dass in Deutschland alle 52 Minuten, also alle 52 Minuten sich ein Mensch das Leben nimmt. Was treibt die Leute dazu? Vielleicht auch Fragen an die Leute hier, an die Deutschen in Villarrica, in der Umgebung von Villarrica. Vielleicht habt ihr den mal kennengelernt oder gekannt. Vielleicht auch in den Kommentaren schreiben, was hält ihr überhaupt? Also ich denke, jeder Mensch hat das Recht, über sein eigenes Leben zu entscheiden. Es ist natürlich nur die Frage, was gibt einem vor, was gibt einem in dem Kopf vor. Der fährt zu dem Flughafen hin, im Prinzip mit der Absicht, wahrscheinlich mit der Absicht, logischerweise, rüber nach Frankfurt zu fliegen, und dann entscheidet sich ganz spontan oder auch nicht, man weiß es nicht, für den Selbstmord. Also schreibt bitte in den Kommentaren, wie immer, trauriges Thema, aber schreibt einfach, was hält ihr davon?
Was hält die grundsätzlich von Selbstmord? Wie sieht die Sache grundsätzlich mit Menschen aus, die sich ja umbringen wollen, möchten oder haben sich ja umgebracht? Es gibt jede Menge davon. Was treibt die Leute dazu? Was ist eure Meinung? Das interessiert mich. Was hält ihr davon? Schreibt unten in den Kommentaren, wie sieht die Sache auch bei euch aus? Habt ihr schon Depressionen gehabt? Wie sah es aus? Also meiner Ansicht nach, man sollte das Leben wirklich genießen. Das ist so schön. Und das Leben muss einfach weitergehen. Das ist meine persönliche Meinung. Und in diesem Sinne, also alles Gute nach Deutschland oder wo auch immer ihr seid, in Paraguay oder überall auf der Welt. Und passt auf euch auf. Und wie gesagt, die Kommentare bitte drunter schreiben. Bis zum nächsten Video, sicherlich mit einem anderen Thema. Bis dann. Ciao.